Herzlich willkommen. Hier ist der Luis. Wir haben heute den Steffen. Den 17.12.2016. Und vor 100 Jahren, Luis, war der? 17.12.1916. Wer hätte es gedacht beim Vor 100 Podcast? Ja, und wir sind bei Steffen, diesmal zu Hause im Plenterwald. Und die heilige Dreifaltigkeit haben wir nicht zusammenbekommen. Ne, wie steht hier aus? Whisky, Bier und Tee. Was fehlt? Der Tee fehlt heute. Tja, ich glaube, wir kommen irgendwie komisch rüber. Egal. Jedenfalls, alles gut. Aber wir trinken wieder Jameson, diesmal einen anderen. Egal. Letzte Folge der Winterstaffel. Steffen hat diesmal seine geliebte Eieruhr dabei. Und zwar wirklich als physikalisch. Sie klingeln gerade. Wir haben sie nicht als YouTube oder so. Er stellt sie. Steffen, stell dir Eieruhr auf 2 Minuten. Nee, erstmal Struktur der Folge, ne? Erstmal Struktur der Folge, bevor ich sie stelle. Genau. Also Struktur der Folge ist, wir, Steffen und Luis, fangen an. Stellen Steffens heißgeliebte Eieruhr auf 2 Minuten und machen die Hausmeister-Themen. Das heißt, wir als Podcaster reden über unsere privaten Themen. Und weil Podcaster gerne reden, begrenzen wir uns selber auf 2 Minuten über die Eieruhr. Danach reden wir als Steffen und Luis über die Themen von vor 100 Jahren als Steffen und Luis, also aus heutiger Perspektive. Und danach kommt der Fluxkompensator und Harald und Ludwig, die so klingen wie wir, aber in der Vergangenheit gelebt haben, können ihre einzigartige Sichtweise aus der Vergangenheit uns präsentieren. Genau. So, und ich stelle jetzt die Eieruhr und stelle sie auf exakt 2 Minuten. 120 Sekunden. Ich fange an. Wir haben mehrere große Themen. Letzte Folge der Winterstaffel. Schade. Wir haben aber ein Special parat. Ich kündige uns an, weil dann machen wir uns auch. Ich verreise nach Korea über Silvester und Weihnachten und kann quasi dann aus Korea berichten. Wir versuchen, was auf die Beine zu stellen, eine Folge zu machen. Punkt Nummer 2, Steffen. Wir haben neue Headsets. Juhu. Oh mein Gott. Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis wir diese Headsets haben, weil sie Lieferschwierigkeiten hatten aus China. Und dann war ich nicht zu Hause und konnte sie abholen. Aber jetzt haben wir sie, Luis. Es ist das Superlux HMC 660. Das wurde im Sendegate vorgestellt von Ralf Stockmann. Sendegate ist ein Forum für Podcaster. Sorry für das ganze Rumgenörde, deswegen auch nur 2 Minuten. Wir fassen zusammen. Wir sind unfassbar glücklich. Gangster Bounce. Haben es quasi unsere Knöchel aneinander geschlagen, wie man es im Ghetto in Berlin so macht. Ja. Weil wir sind ja auch total die Ghetto-Kinder. Genau. Wir beide. Ne? Genau, was ich noch sagen wollte, letzte Folge, Winterstaffel, ich habe es ehrlich gesagt nötig. Du siehst meinen Schreibtisch, Luis, er ist vollgekramt mit Müll, ich brauche mal irgendwie, brauche ich mal wieder so eine Pause, wo ich mich mal wieder neu sammeln kann. Ja, ich auch. Oh, das war die Eieruhr. Also ihr seht, es ist unfassbar viel passiert in allen Richtungen. Ich würde aber sagen, übrigens, wir wollten heute die ganze Folge aufnehmen, wir haben 4 Stunden Magic gespielt. Ein tolles Kartenspiel. Ja, 3, 2,5. 2,5 und haben jetzt beschlossen, wir schaffen es heute nicht mehr zum Aufnehmen und nehmen jetzt quasi nur diesen Teil auch mit Hausmeisterthemen und in einer Woche nehmen wir den Rest auf. Und wir wünschen euch schon mal alles Gute bis in einer Woche und dann kommen wir nochmal, Steffen und Luis betreten die Bühne und reden über die Themen von vor 100 Jahren. Für euch kommt das nicht vor wie in einer Woche, weil es ist ja die Folge. Genau, dann alles Gute bis in einer Woche und dann war da immer, ja. Beziehungsweise bis in 10 Sekunden oder 3. So, wir haben hier einen kleinen Break, denn Luis, du und ich, wir haben uns nämlich vor ein paar Tagen zusammengesetzt und die Hausmeister-Themen zusammen besprochen und jetzt, ein paar Tage später, sitzen wir hier getrennt durch das Internet oder besser gesagt verbunden durch das Internet und besprechen Dinge, die heute vor 100 Jahren geschahen. Genau, Steffen, da möchte ich dich gleich beim Wort nehmen und gemein sein und dir die schwarze Katze überreichen. Was war denn von vor 100 Jahren so gerade los? Also ich bin ja mehr so der Hundetyp. Aber heute ist ja der 17.12. und vor 4 Tagen und vor 100 Jahren, da haben die Leute einen Geburtstag gefeiert. Und zwar den 100. Geburtstag von jemand ganz Berühmtes, nämlich namens Werner von Siemens. Kennst du diesen Menschen, Luis? Den habe ich schon mal gehört. Ja, der hat ja viele nützliche Dinge erfunden. Und das heißt natürlich, heute, 2016, jährt sich der Geburtstag also zum 200. Mal. Und vor 100 Jahren passierte etwas ganz Besonderes, denn anlässlich des Geburtstages wurde eine Stiftung gegründet an der Technischen Hochschule Berlin. Nennt sich Werner von Siemens Ring Stiftung. Dazu möchte ich dir ein bisschen was erzählen. Ja.
Also die wurde von vor 100 Jahren gegründet. Genau, vor 100 Jahren. Die gibt es heute immer noch. Mhm. Und ich hab mir jetzt mal durchgelesen, was die so macht und wen die so auszeichnet. Und aber die wurde doch gegründet, weil der Werner von Siemens selber 100 wurde, oder? Genau, naja, der lebte denn nicht mehr vor 100 Jahren. Der starb 1892, genau. Aber sein Geburtstag jährte sich zum 100. Male und anlässlich des Geburtstags hat man diese Stiftung gegründet. Die jetzt sich auch zum 100. Male dieses Jahr jährt, weil es sie immer noch gibt. Genau. Genau. Und die zeichnet ungefähr alle 3 Jahre einen ganz bestimmten Menschen aus. Und zwar geht der Preis, Werner von Siemens Ring, geht an Menschen, die sich besonders in der technischen Wissenschaft hervorgehoben haben, beziehungsweise besondere Vertreter der Wissenschaft sind und durch die Forschung die Technik vorangetrieben haben. Und 1916, im Gründungsjahr, da wurde Ritter von Linde, Karl von Linde, wurde ausgezeichnet. Der hat übrigens 1897 den Rittertitel bekommen. Finde ich cool. Man heißt schon Karl von Linde und bekommt dann 1897 nochmal den Rittertitel bekommen. Dass man, das ist schon wie lustig. Dass man sich Karl Ritter von Linde nennen darf. Mein Name ist Herr Ritter von Linde. Genau. Und der wurde ausgezeichnet. Unter anderem hat der Bedeutsames in der Kältetechnik entwickelt. Unsere Kühlschränke arbeiten, wenn man so will, immer noch nach diesem Kältetechnik-Prinzip. Also Karl von Linde, wir verdanken ihm den Kühlschrank. Und der wurde 1916 zum ersten Mal ausgezeichnet mit dem Werner von Siemens Ring. Die haben dann tatsächlich auch so einen Ring bekommen. Das kann man sich so richtig vorstellen. Und da habe ich mir mal so andere Sachen angeguckt. Ich will jetzt nicht alle Preisträger so anschauen, aber unter anderem ist mir aufgefallen, Luis, du und ich, wir haben für jemand ganz Besonderes eine extra Folge aufgenommen. Ich möchte jetzt gar nicht genau ins Detail gehen, aber es war noch eine private Folge. Und da haben wir ein Angebot im Berliner Tageblatt gefunden, in der Werbung. Da wurde ein Glühstrumpf angepriesen und wir wussten überhaupt nicht, was es war. Ja, das war ganz lustig. Wir haben dann so gesagt, also, der Person, die wir gerne haben, könnte man ja Glühstrümpfe schenken. Wir wissen aber nicht, was das ist. Und jetzt wissen wir, was es ist, richtig? Genau. Naja, ich weiß immer noch nicht so ganz, was es ist. Aber 1919, also das war sozusagen der zweite Preisträger, denn nur alle 3 Jahre wurde der Preis vergeben, hat Karl Auer von Welsbach den Preis bekommen. Das ist der Schöpfer von der Marke Osram. Und der hat unter anderem den Glühstrumpf entwickelt. Und dann habe ich mal nachgeguckt, da gibt es auf Wikipedia einen Artikel, was ist denn das überhaupt? Und das ist letztendlich so ein Gebilde aus so ein paar Oxiden und damit werden gasbetriebene Leuchten betrieben. Also der Glühstrumpf bildet die Lichtquelle in so einem gasbetriebenen Leuchten. Es ist eine Gaslampe, machen wir es kurz. Ja, das ist der Glühstrumpf. Gut. Wir hatten da so ganz absurde Gedankenspiele. Wir dachten, so ein Glühstrumpf, das ist irgendwie so eine Art Strumpf, der im Winter einen warm hält. Ja, also. Da waren wir so ein bisschen daneben. Und dann habe ich mir nochmal einen ausgesucht. Ich wollte nämlich wissen, während der Zeit der Nationalsozialisten, der Nazis, muss es ja auch wahrscheinlich diesen Preis gegeben haben. Und da habe ich mir mal geguckt, ob da vielleicht die Politik auch so ob die auch wiedergespiegelt wurde. Und 1937 wurde der Preis verliehen an Fritz Todt oder Fritz Todt. Todt. Kennst du den? Ja. Todt heißt er. Okay. Genau, den kenne ich, aber ich habe ihn nicht als positiven Menschen. Nein. Genau. Du könntest dann mal nochmal sagen, es war ein deutscher Bauingenieur und SA-Obergruppenführer. Und 1940 war er auch Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Und ich möchte es kurz machen. Der hat die ganze Organisation der Eisenbahn und Logistik von KZ-Häftlingen in die Konzentrationslager abgewickelt mit seiner Organisation. Genau. Und ein sehr unangenehmer Mensch, genau, möchte ich mal erwähnen. Der wurde dann auch nochmal ausgezeichnet Aber bevor er der große Logistiker des Todes wurde. Naja, der wurde 1937 ausgezeichnet.
Ja, genau, bevor. Das war ja dann danach, ja, mit den ganzen Konzentrationslagern, was immer lustig ist. Man liest immer dann, wenn man ein historisches Buch liest, von der Organisation Tod. Und die haben ja auch quasi den Tod gebracht. Also lustig ist gleich, ist immer sehr, höchst makaber auf seine Art und Weise. Ein sehr unangenehmer Mensch. Hm. Ja, also die Politik hat sich da auch ein bisschen wieder gespiegelt. Für mich sehr wichtig, ich habe ja in meinem Konrad-Zuse-Institut gearbeitet. 1964 wurde Konrad Zuse ausgezeichnet. Da schließt sich der Kreis. Hm. Und dann letztes Jahr wurde auch der Preis wieder verliehen. Dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr an Martin Herrenknecht. Ganz grob, der macht ganz große Bohrprojekte, verwirklicht der. Also, aber den, wie heißt der Preis nochmal, Steffen? Das ist der Werner von Siemens, ist die Werner von Siemens Ring Stiftung. Die verleiht einen Preis, dieses Jahr zum 100. Mal, richtig? Nein, die gibt es seit 100 Jahren, wird nur alle 3 Jahre vergeben in der Regel. Und letztes Jahr, 2015, wurde sie zum letzten Mal bisher vergeben. Also das zum 33. Mal dann. Also das nächste Mal dann in 2 Jahren wieder. Zum 34. Ja, Mal? Ich weiß gerade nicht, ob es 34 Male sind. Ich habe mir nicht angeguckt, ob da irgendwann zwischendurch mal ausgesetzt wurde, ehrlich gesagt. Aber herzlichen Glückwunsch dieser Stiftung zum 100-jährigen Bestehen. Und die Stiftung wurde zum 100. Geburtstag vom damals toten Werner von Siemens gegründet. Und wir reden im V100-Podcast drüber. Genau. Ja, das fand ich mal ganz interessant, dass es die Stiftung immer noch gibt und wer da so ausgezeichnet wurde, die unterschiedlichsten Leute, viele, sehr viele Berühmtheiten sind darunter. Mhm. Fand ich, achso, und auch noch interessant, der Bundespräsident ist der Schirmherr der Stiftung. Also zur Zeit der Herr Gauck. Der Herr Gauck, der uns leider nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Bin mal gespannt, wer als nächstes wird. Ich fand Herrn Gauck ganz angenehm. Man muss dazu auch sagen, als Pastor ist es ja auch ziemlich einfach, Bundespräsident zu werden. Man muss quasi nur die Bibel mit der Verfassung austauschen und schon kann man den alten Job einfach weitermachen. Aber ich finde, Gauck, der hat irgendwie was. Der war irgendwie ganz gut. Ich meine, der hat da auch gut reingepasst, ne? Ein bisschen harmlos, passt genau zum Bundespräsidenten. Ja, ich habe da so eine Meinung teils. Aber ich will jetzt nicht über Gauck reden. Was hast du denn so rausgefunden heute vor 100 Jahren, Luis? Und zwar, Steffen, interessieren dich dänische Kolonien in der Karibik? Unheimlich. Danke. Erzähl mir mehr, Luis. Ich springe hier vor Aufregung auf und ab. Okay, dann mache ich es kurz. Also in Dänemark hat so ein paar kleine Inseln in der Karibik als Kolonie. Ja. Und zwar heute nicht mehr, sondern vor 100 Jahren. Wenn man heute hinguckt, wo diese Kolonien früher mal waren, die gehören zu der Gruppe der Jungferninseln. Da gibt's da gab es mal spanische Inseln, britische Inseln. Mhm. Das sind diese berühmten Inseln, in denen man immer so Piratenfilme hört, wo dann immer so die ganzen Piraten, so Jack Sparrows Vorgänger quasi, sich so versteckt haben und Schatzschiffe geraubt haben. Ja. Bei diesen kleinen Inseln hatte auch Dänemark, auch Dänemark hatte man Großmachtambitionen, Inseln. Ja? Mhm. So. Christoph Kolumbus hat die entdeckt. Aber wir wollten es ja eher kurz machen, kleiner Funfact am Rande, was heißt Funfact? Jedenfalls 1671 sind die da mit mehreren 100 Leuten gelandet, die Dänen, und noch 62 Strafgefangenen. Das erinnert mich an Australien. Ja, ich dachte auch gerade an Australien. Ja, unterwegs sind schon irgendwie 77 Leute gestorben, weil die 7 Monate gebraucht haben damals. Und nach ein paar Monaten auf St. Thomas, so heißt eine der Inseln, waren nur noch 29 am Leben. Hm. 1671. Also nur noch gefühlt zu 10% der Grundmenge an Siedlern war nach einem Jahr am Leben. Also die haben damals wirklich, würde ich sagen, mit vollem Einsatz dahinter gestanden, um welche Inseln zu besiedeln. Das geht heute besser mit so einer Pauschalreise. Ja, das ist auch, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit heutzutage an Skorbut zu erkranken ist deutlich geringer als damals. Hm. Ja, so, jetzt haben wir den Ersten Weltkrieg. Dänemark ist ja neutral. Ja. Und es gibt da diese Kolonie. Es ist aber sehr schwer, die Verbindung aufrechtzuerhalten, weil da muss man über die Nordsee und es ist auch noch Krieg und ja, das ist irgendwie doof. Und dann gab es die schwarze Bevölkerung, die auch ewig Sklaven waren, soziale Unruhen. Und jetzt mussten die einen Kreuzer, es mussten die mitten im Ersten Weltkrieg so einen Kreuzer dahin schicken. So viele Schiffe hatte Dänemark nicht, um da diese Insel zu befrieden. Und irgendwie war das alles ganz schön blöd. Das fanden die Dänen total doof.
und der musste sich drum kümmern. Es war ein großer Weltkrieg. Und aber die Amerikaner, die brauchten einen Stützpunkt. Und was machen die Amerikaner, wenn sie was haben wollen, Steffen? Die nehmen sich's einfach. Nee, die haben's gekauft mit Dollar als harter Währung, mit US-Dollar. Und nehmen sie es dann einfach. Genau, 25 Millionen US-Dollar. Nee, hat gewechselt. Das sind irgendwie heute eine halbe Milliarde. Erscheint mir nicht ganz so viel für so ein paar Inseln. Andererseits, Dänemark ist das problemlos geworden. Übrigens, heute sind die Inseln immer noch sehr beliebt unter dänischen und schwedischen Touristen. Ich schweife ab, warum das jetzt so spannend ist, abgesehen davon, dass ich lustig finde, dass Dänemark Inseln in der Karibik als Kolonie hatte. Und verkauft ist, hat. Dass, es gab ein Patt. Dänemark hat so eine Art Zwei-Kammer-System. Jetzt kenne ich die Details nicht, möchte nichts Falsches sehen. Bitte Dänemark-Experten, kreuzigt mich nicht und meldet euch, wenn ich jetzt Kacke erzähle. Jedenfalls gab es so eine Art Ober- und Unterhaus und eins war dafür, die Insel zu verticken und das andere wollte die Insel behalten. Also die Konservativen wollten die Insel behalten und die anderen, ich weiß gar nicht, ob das Sozialdemokraten waren, jedenfalls die anderen, die nicht konservativ waren, wollten die verkaufen. Und da kam man ewig nicht zu Potte und wie hat man es gelöst, Steffen? Hast du eine Idee? Mit Geld. Mit einem Duell. Nein. Man hat sich mit Teebeuteln beworfen, bis einer umfiel. Es haben sich auch nicht alle gegenseitig den kleinen Finger ins Ohr gesteckt. Nein. Mit einer Wahl. Einer Volksabstimmung. Das war damals sehr unüblich und an dieser Volksabstimmung durften Frauen mitnehmen. Das ist schon eine der ersten Wahlen mit Frauenbeteiligung, wo alle gleiche Stimme hatten. Und diese Wahl, wenn man mal danach googelt im Internet, wird immer mal gern genannt in irgendwelchen Forschungspapern über Volksabstimmung. Dann taucht die immer auf. So Abstimmung in Dänemark 1916 über die Abtretung von Dänisch-Westindien an die USA. Und irgendwie finde ich das lustig und skurril. Und deswegen habe ich darüber gesprochen. Ja, Steffen, interessanter hast du dazu noch eine Frage? Ich freue mich, Fragen dazu zu beantworten. Wie ist denn die Wahl ausgegangen? Ja, und zwar natürlich für den Verkauf, sonst hätten es nicht gemacht. Ja, aber so hat man feste Infos, wie was die Frauen so abgestimmt haben? Nee, also ich muss sagen, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, es war aber eine klare Mehrheit. Also das war eindeutig. Okay, gut. Also es war nicht knapp, es war nicht so wie bei manchen Präsidentenwahlen der Vergangenheit. Okay, ja, fand ich sehr interessant. Dann habe ich gelesen... Ach so, es gab auch noch einen Kuhhandel. Zu Dänemark gehörte ja auch noch oder gehört immer noch Grönland. Und die konnten im Gegenzug irgendwie ihre ganze Hoheit über Grönland ausweiten, weil offensichtlich hatten die Amerikaner da auch was zu melden. Ich meine, es gab aber trotzdem immer ewig irgendwelche Grönland-Geheimbasen, ne, von den Amerikanern, das kennt man ja. Naja. Ja, spätestens aus James Bond-Filmen. Und jetzt Fun Fact, letzter Fun Fact. Ist ja sehr funny heute, Luis, erzähl mal. Ja, und zwar, die Inseln gehören immer noch zu Amerika. Ja. Und rat mal, welches das einzige Gebiet in Amerika ist mit ausschließlich links gesteuerten Kraftfahrzeugen. Wahrscheinlich diese Insel. Mit Linksverkehr. Mit diesen kleinen Mini-Inseln. Ja. Da leben ungefähr so 108.000 Einwohner. Einwohner nur. Heute, ja. Großteil stammt von ehemaligen Sklaven, aber es ist die einzige Insel mit Linksverkehr. Und die sind Amerikaner, die haben aber so eine Art Sonderrechtsstatus. Da gibt es ja ganz viel Ärger, die dürfen irgendwie nicht abstimmen für den Präsidenten, müssen aber volle Steuern zahlen. Aber in das Thema wollen wir jetzt nicht einsteigen. Oha, das klingt nach einem großen Fass, was wir jetzt nicht aufmachen. Richtig, amerikanische Jungferninseln sind gleich neben den britischen Jungferninseln, soll man super gut Urlaub machen können. Gehörte früher zu Dänemark, da gibt es noch so ein dänisches Fort, was man da besichtigen kann. Ich hätte echt Bock, da mal hinzufahren, spontan. Ja, ich versuche mein Bestes. Wir hatten ja auch mal Idee, nach Verdun zu fahren. Apropos Verdun, Luis, das war jetzt eine goldene Brücke. Ich habe gehört, dass da bei Verdun an der Maas ist da irgendwas zu Ende gegangen. Ja, und zwar? Das war jetzt eine Überleitung. Und zwar die Franzosen marschieren, die Deutschen gehen zurück. Und damit ist alles, was die deutsche Zeit Anfang des Jahres, also wir haben ja gesagt, das Thema, diese Stadt mit V, die wir nicht aussprechen können, ihr könnt es auch, glaube ich, nicht mehr hören, es begann am 21. Februar und die sind da immer noch sich am Köpfe einschlagen
Und ja, was ist passiert? Es gab eine französische Offensive geführt von Philipp Pétain, den Gandalf von Frankreich, genau, der gesagt hat, ihr kommt hier nicht vorbei, der quasi die Deutschen, die zuerst angegriffen haben, aufgehalten hat. Und jetzt machen die Franzosen eine Gegenoffensive und haben alle Gebiete wieder eingenommen, die die Deutschen mal eroberten hatten seit Februar. Sprich, es ist einfach so, wie es vorher auch war, ja, am Ende des Jahres. Aber mit vielen Verlusten, deutsche Verluste rund 335.000 und französische 360.000. Dann fassen wir zusammen, Folgendes hat gar nichts gebracht und diese makabere Ausblutungstaktik von Falkenhayn, den Vorgänger von Erich Ludendorff an der Spitze des deutschen Heeres, dass man quasi sagt, die machen da jetzt die Megaschlacht, weil da müssen die Franzosen kämpfen, weil das ist ja, Verdun ist irgendwie heilig und da müssen die sich stellen. Das heißt, wir greifen die stärkste Stelle der Front an, wo eh keiner mit einem Angriff rechnet und dann machen wir eine Riesenschlacht und weil wir so viel besser sind als die anderen, verlieren die ja so viel mehr als wir und geben eher auf und das ist jetzt die Idee, diesen Krieg zu gewinnen, scheint, wenn man sich die Zahlen anguckt, nicht zu funktionieren. Nope. Gut. Steffen, hast du noch eine Frage dazu? Nee, ich bin das Thema Verdun auch satt. Wir machen es aber natürlich so lange, wie es halt dauert. Wir sind ja der Echtzeit-Podcast. Wir sind der Echtzeit-100-Podcast. Steffen, hast du noch was über Theobald von Bethmann-Hollweg, unseren Lieblingsreichskanzler, zu sagen? Es gab einfach, seitdem wir diesen Podcast machen, immer nur den gleichen. Wir mögen ihn auch nicht. Das Thema, was du ansprichst, ist wahrscheinlich, dass der SPD-Parteivorstand diesem Herrn Bethmann-Hollweg etwas überreicht hat, und zwar eine unterschriebene Resolution von circa 900.000 Personen. Ich runde mal stark auf. 899.149, wer es genau wissen möchte. Da ist wieder der korrekte Luis. Ja. Ich möchte eine Fleißbiene, ja, weiter. Ja, okay, kriegst ein Bienchen. Und die haben sich gegen den Annexionskrieg ausgerufen. Ja. Ein Annexionskrieg ist quasi ein Krieg mit der Absicht, Gebiete, die einem zum aktuellen Stand nicht gehören, die man aber gerne hätte, zu sich zu führen. Mhm. Sprich, ich habe etwas, das Reich bin ich, ich möchte mehr. Ich mache einen Krieg, um das Meer zu annektieren, dann habe ich einen Annexionskrieg. Ja. Und die SPD hat jetzt nichts Besseres zu tun, als ganz viele Personen zu sammeln und zu sagen, wir wollen das aber nicht. Hast du dazu eine Meinung, Steffen? Ich finde, man könnte mehr machen, aber gut. Ich muss dazu sagen, die SPD von vor 100 Jahren. Die hat mich schon enttäuscht im Jahre 1914, als sie gesagt haben, ja, wir wollen auch diesen großen Weltkrieg. Genau, das nehmen wir der SPD übel als Partei der kleinen Leute, dass sie da nicht veranfangen, also dass sie da sich nicht eindeutiger positioniert hat. Und dann vor allen Dingen, sie hat ja quasi auch immer gesagt, dass sie also komplett auf der Seite stehen. Sie hat ja 1914 nicht gesagt, was die Abbruchbedingung ist. Wir haben ja immer so bemängelt, wenn man jetzt sich mal anguckt, wie man ein Projekt macht, man hat immer einen Meilenstein und ein Ziel, wann ein Ende ist. Und die haben ja einfach angefangen zu sagen, hey, wir machen jetzt hier einen Krieg, aber was wir eigentlich wollen, wissen wir nicht. Und die SPD hat im Wesentlichen gesagt, wir machen auch mit, weil patriotische Pflicht und so. Und das finde ich, also weiß ich nicht. Ja. Wobei man dazu sagen muss, im Nachhinein, es sind jetzt mittlerweile über 100 Jahre vergangen und im Nachhinein dann zu sagen, das habt ihr aber damals ganz falsch gemacht, das ist halt immer einfach, ne? Im Nachhinein ist immer alles klar wie Kloßbrühe, aber... Wenn die anderen, die haben den gleichen Fehler gemacht, die anderen waren noch viel schlimmer. Was, weißt du, die SPD ist für mich wie so ein Essen, was man gerne isst. Also ich finde, Sozialdemokratie ist das, was ein Land gut macht, was alle Menschen am meisten glücklich macht. Man kann nie alle glücklich machen, aber ich finde, Sozialdemokratie von der Idee ist das, ja, mit einem starken Sozialstaat, was eine Gesellschaft braucht und was die richtige Form für mich ist. Nur die SPD, die wir haben, macht immer nicht das, was für mich Sozialdemokratie ist. Und das ist wieder so ein Beispiel. Und man ist quasi mit dem, was man eigentlich gut finden möchte, wenn es nicht das ist, was es eigentlich sein sollte aus seiner Sicht, unzufriedener, als wenn zum Beispiel irgendwelche komischen Nationalisten, wo man sowieso weiß, die sind scheiße, wenn die sich als scheiße herausstellen, ist ja quasi die Erwartungshaltung nicht. Ja. Aber jetzt kommen wir langsam auf Themengebiete von heute, von 0 Jahren. Das ist wohl wahr, aber das war damals auch nicht anders. Also ich finde es, also ich bin da von der SPD, die waren auch damals schon total mit der KPD, also mit denen, die noch weiter links sind, total entzweit.
Und es ist einfach sehr frustrierend, dass die Linke da sich nicht einigt und einfach nur Käse fabriziert. Weil, wie gesagt, ich persönlich kann mich mit denen halt identifizieren, wenn sie das machen, was sie aus meiner Sicht, was Programmheft der Partei, machen würden. Aber wir lassen das Thema, oder? Oder Steffen, möchtest du noch was ergänzen? Nee, ich möchte mich nicht zur aktuellen Politik äußern. Ist ja richtig. Meinungen bitte an info@vor100.de. Und die, alle, die sich mit Dänemarks politischen System auskennen, bitte nicht schlagen. Ja, Kritik bitte an louis@vor100.de. Genau, also ich meine das von vor 100 Jahren in Dänemark. So. Genau. Wir haben noch eine Meldung, Louis. Hast du zufällig deinen Katalog bei dir griffparat? Soll ich kurz aufstehen und den holen? Der liegt auf meinem Couchtisch. Tu es bitte. Derweilen informiere ich die Hörer, warum wir den jetzt rausholen. Denn wir haben noch eine Meldung gefunden. Wir suchen ja immer nach Gründen, warum wir jetzt diesen Katalog, den Louis sich da geholt hat von 1912, warum wir den öffnen können und neue Dinge vorlesen können. Denn wir haben eine neue Meldung gefunden, und zwar Zündhölzer treten für Zündhölzer in Deutschland treten Höchstpreise in Kraft. Man müsste jetzt heute vor 100 Jahren für 2 Schachteln mit je 60 Hölzern 9 Pfennig höchstens zahlen. Louis, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Also, für höchstens 9 Pfennig kriege ich 2 Schachteln mit je 60 Hölzern. Was kann ich denn noch für 9 Pfennig, 1912 zumindest, kaufen? Für 9 Pfennig, ich überlege gerade, also für 30 Pfennig bekommt man einen Würfelbecher in einfacher Lederausführung. Und jetzt versuche ich nochmal was Günstigeres zu finden hier in diesem wunderschönen Katalog. Ja. Der Würfelbecher war bis jetzt das günstigste. Wir sind getrennt durch das Internet, aber ich spüre, wie du diesen Katalog in deinen Händen hältst, und ich wünschte, ich wäre vor Ort. Ja, ich verwühle mich hier gerade durch, aber meine so Versandkatalog, die haben natürlich eher hochwertigere Waren. Ich glaube, mit der günstigste Schlitten, die haben 2 Seiten voller Schlitten zum Schlittenrennfahren, kostet 1,50 Mark. 1,50 Mark. 9 Pfennig ist mindestens, finde ich, gar nicht mal so viel. Das geht, man muss man auch irgendwie haben. Aber echt, die Spielkarte ist bis jetzt das günstigste. Warte mal, bei den Fahrrädern waren auch irgendwelche Ersatzteile. Also so weit geht es jetzt schon, dass wir zu den Fahrrädern wechseln müssen mit Ersatzteilen, um zu gucken, was günstiger ist als 2 Schachteln mit je 60 Zündhölzern. Ist das schwer? Also ich biete Luftpumpenschlauch. Für? 15 Pfennig. Na gut. Eine Bürste zum Reinigen von Fahrradketten. 10 Pfennig. Nein, gib mir mal ganz kurz gleich. Nein. Oder? Derweilen, also ich finde es sehr interessant, dass man für Zündhölzer einen Höchstpreis von 9 Pfennig festlegen muss. Dass man die Notwendigkeit sah, für Zündhölzer einen Höchstpreis vor 100 Jahren festzusetzen. Ich habe eine Theorie dazu, weil der Krieg wird mit Anleihen finanziert, sprich die Geldmenge steigt, wir haben Inflation im Land und deswegen steigen die Preise. Und um halt den sozialen Frieden im Land zu halten, versucht man mit Höchstpreisen quasi die Güter des täglichen Bedarfs erschwinglich zu halten. Das wäre meine Theorie, das habe ich mir gerade selber ausgedacht, das müssen wir noch verifizieren. Klingt aber nach einer plausiblen Theorie. So, Louis, ich habe dir jetzt ganz viel Zeit gegeben, um nochmal mehr rauszufinden. Hast du was gefunden? Ich habe eine Hexenpfeife für 35 Pfennig. Was ist denn eine Hexenpfeife? Höchst amüsant heranzulocken, oder? Das sind Feuerwerkskörper in Schiebekartons, so 5 Stück. Und die entzündet man an der Reibefläche. Die haben eine Reibefläche an einer Schachtel Streichhölzer. Das sind so eine Art Stäbe, die an so einer Streichhölzschachtel gereibt werden. Und dann soll man die in der Hand halten und es soll ohne Gefahr für die eigene Hand passieren, das Feuerwerk. Und die machen so ein eigenartiges pfeifendes Geräusch. Das ist die gleiche Produktkategorie wie der Radfahrer-Revolver oder die Hundebomben. Ja, ich bin immer noch der Meinung, damals Radfahren vor 100 Jahren muss sehr gefährlich gewesen sein. Aber gut, also wir stellen fest, man muss schon sehr lange im Katalog blättern, um irgendetwas Günstigeres zu finden. Ja. Gut. Louis, ich glaube, wir sind durch mit unserem Teil. Wir sind durch. Wir lassen Harald und Klotweg aus der Perspektive von vor 100 Jahren reden. Richtig? Genau.
zum 17.12.1916. Mein lieber Harald, ich habe hier eine interessante Meldung aus dem Berliner Tageblatt. Ich lese dir einfach mal vor. Mach es bitte, Ludwig. Also interessant und makaber. Also ich weiß ja nicht, ich lasse dich einfach, ich lese es vor und du entscheidest. Ich bin gespannt auf die Meldung. Selbstmord einer Schauspielerin. Die sentimentale Liebhaberin des Züricher Stadttheaters Fräulein Hilda Baumgartner hat sich einem Privattelegramm aus Zürich zufolge von dem 30 Meter hohen Aussichtsturm des Uetlibergers herabgestürzt. Die Künstlerin, die Tochter eines Bankdirektors in Stuttgart, war erst 19 Jahre alt. Interessante Wortwahl für so eine Todesanzeige. Zitat: Die sentimentale Liebhaberin des Züricher Stadttheaters. Vor allen Dingen Tochter eines Bankdirektors, warum ist das relevant? Wahrscheinlich warum, hat der das bezahlt. Ich meine, dass sie hat Selbstmord begangen, da ist die These, sie wäre sentimental sicherlich nicht. Aber ich meine, woher wollen die das wissen? Und also Es ist, du bist doch selber im Zeitungsgewerbe, Ludwig. Ich auch. Wir wissen doch, wie sowas geht. Jemand bezahlt das und dann schreibst du das. Also ich hätte das ganz anders formuliert, so nach dem Motto, junges Leben, viel zu früh, allseits beliebt, viel zu früh, Flamme erloschen und so. Aber das hört man ständig und liest man ständig. Dir ist jetzt diese Anzeige aufgefallen und du hast sie jetzt gelesen, du hast sie mir vorgelesen und jetzt bleibt sie dir so in Erinnerung. Ich hätte noch eine, willst du die hören? Gerne. Ein schwerer Grubenunfall hat sich in der gestrigen Nacht einen Telegramm aus Dock zufolge auf der Zeche Öspel in Kleef durch Einsturz von Mauerwerk im Brandschacht Borussia ereignet. 6 Bergleute wurden tot, 3 verletzt aus den Trümmern gezogen. Ja, diese Bergunglücke, die passieren viel zu häufig. 17.12. Ausgabe, Berliner Tagesblatt. Ja, ich hab vorhin schon die Zeitung durchblättert. Ich habe mich ja auf die Werbungen konzentriert. Da habe ich ein Bild von einer sehr schönen Frau gesehen, gelehnt auf einem Sofa. Von Warner Korsetts GmbH. Die sind da in Berlin in der Leipziger Straße. Und dort kann man Einlagen kaufen, die rost- und bruchfrei sind. Ich fand es sehr interessant, dass man mit Einlagen, die rost- und bruchfrei sind, werben muss bei Korsetts. Mhm. Und da stand Preise von 8 bis 100 Mark. Ich frage mich, wie sehr sich die Qualität unterscheidet in einer Spanne von 8 bis 100 Mark. Ich vermute erheblich. Ja, ich meine, für 100 Mark kriegt man noch kein ganzes Fahrrad, würde ich sagen. Aber von einem. Na, ein ganzes Stück näher. Das, also vor dem Krieg hat auch das günstigste Fahrrad 35 Reichsmark gekostet. Und, das günstigste Fahrrad, Ludwig, ich kaufe mir doch nicht das günstigste Fahrrad. Ja, wir haben ja auch die Kriegsinflation. Also für das Geld wird man wohl kein Fahrrad mehr bekommen. Ja. Aber. Die große Meldung ist ja die Woche. Du wirst es doch gehört haben. Bukarest. Ja. Ja, ich habe gar nicht so richtig mitbekommen. Die Deutschen haben das jetzt eingenommen. Ja, Rumänien ist ja erst seit einigen Wochen auf der Seite der Alliierten. Ja, ja. In großem Weltkrieg. Oder eigentlich müsste man jetzt vermuten, eine Nation mehr aus Seiten der Alliierten. Front, die bis jetzt auch keine Verbände hat, der Mittelmächte, die zu schützen, weil warum auch, war ja Frieden. Vorteil für die Alliierten, Problem für die Mittelmächte. Mhm. Und die mussten ganz schnell aus dem Nichts eine Armee schaffen. Der ehemalige Oberbefehlshaber von Falkenhayn, der vor Verdun am Scheitern ist, die Schlacht tobt ja noch, aber sieht jetzt nicht sehr gut aus für die Mittelmächte, der wurde nach Rumänien ausgelagert, hat mit zusammengewürfelten Verbünden aus Österreich, Ungarn und Deutschland eine Offensive gestartet und Bulgarien, anderer Verbündete der Mittelmächte, und die haben Erfolge erzielt, konnten die rumänischen Truppen flankieren, obwohl sie auch von russischen Truppen unterstützt wurden, eine Flanke
durchbrechen und haben Bukarest eingenommen. Damit ist Rumänien gefallen. Bukarest liegt ja sehr zentral. Ja, das ist Wahnsinn, wie schnell das anscheinend doch in diesem großen Weltkrieg noch geht. Ich dachte immer, man hört im Westen immer diesen Stellungskrieg und im Osten geht es immer hin und her. Wir haben seit Februar Verdun, eine Schlacht, die tobt immer noch und kein Mensch weiß, wann sie zu Ende ist, aber die haben Rumänien innerhalb von wenigen Wochen eingenommen. Ja. Also es passiert doch was. Da ist jetzt auch die Frage, was hat das für Auswirkungen? Also Rumänien ist ein reiches Land, die haben sehr viel Landwirtschaft, produzieren sehr viel Lebensmittel. Rumänien hat Öl, sehr wichtig, und einen Haufen kriegswichtige Rohstoffe. Also jetzt, obwohl Rumänien auf Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten ist, profitieren die Mittelmächte ganz stark. Ist auch ein Propagandaerfolg, ganz klar. Und was auch witzig ist, also der Feldzug wurde, war der Oberkommandeur, war von Falkenhayn, der ehemalige Oberbefehlshaber des Deutschen Heeres. Ja, ja. Und jetzt kriegt natürlich jemand, wenn man so in Rumänien einnimmt, kriegt man ja einen schönen Orden. Also kriegt Falkenhayn jetzt einen Orden? Nein. Wieso nicht? Wer kriegt denn dann den Orden? Hindenburg. Hindenburg? Natürlich. War der vorher da? Nein. Nein. Der ist quasi sein Nachfolger als Oberbefehlshaber des Deutschen Heeres. Und wie das immer ist, ein Erfolg hat viele Väter. Und jetzt ist er der, der den Orden kriegt. Ah ja, das wurde dann nach oben durchgereicht zu Hindenburg. Musst du dir vorstellen, stell dir mal vor, du wirst jetzt entlassen und ich nehme deinen Job ein als Zeitungsreporter und du wirst strafversetzt an die Kassierere, an die Abteilung für Kaninchenzucht. Beim Kaninchenzüchten findest du auf der Straße einen seltenen Bernsteinschmuck und gibst den ab. Und für dieses Abgeben, weil du so ehrlich warst, gibst du einen Preis, den krieg aber ich, weil ja quasi wegen mir du strafversetzt wurdest. Mhm. Ich würde dir wahrscheinlich nachts in einer dunklen Gasse auflauern. Da würdest du dich doch aufreuen. Mhm. Also da wird schon mit harten Bandagen gekämpft. Ja, apropos, wo du sagst Propaganda. Ich habe gehört, dass aufgrund der Einnahme Bukarest vorletzten Donnerstag die Kinder im Deutschen Reich schulfrei bekommen haben. Ja, das ist, finde ich, eine interessante Maßnahme zur Motivation. Also dieser Erfolg wird jedem Schulkind in Erinnerung bleiben. Das denke ich auch. Und aber auch zu Recht, das ist ein Erfolg für die Mittelmächte. Also kann auch keiner leugnen, und für die Alliierten ein Schlag ins Gesicht, weil die haben ja doch sehr hart um Rumänien gebuhlt. Und haben sie auch erfolgreich gebuhlt und jetzt ist Rumänien weg und jetzt hat Deutschland quasi die Ressourcen und Österreich-Ungarn dieses riesigen Landes zur Verfügung. Und ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, sage mal, ich habe gerade so eine trockene Kehle. Wollen wir vielleicht noch etwas trinken? Ja, lass uns rausgehen. Gut, und lass uns noch zum Heinz in die Kneipe gehen. Ja, ich würde sagen, für heute haben wir erstmal genug.